Hallo, ihr lieben Duftnasen da draußen. Erstmal entschuldigt meinen Aufzug. Ich bin gerade erst heimgekommen und mein Nachbar hat mir ein Paket überreicht. Denn ich habe heute wieder ein Tauschpaket für euch. Ich habe mit der lieben Sandra vom Kanal Books & More getauscht. Wer Sandra noch nicht kennt, sie macht auch Dufttube und ich verlinke euch ihren Kanal sehr gerne unten in der Infobox. Ja, und zwar hatte ich die liebe Sandra angeschrieben, denn sie hatte jetzt in ihrem oder in einem ihrer letzten Videos erzählt, dass sie so gerne wüsste, ob sie die Woodwick Knisterdochte mag oder eben nicht. Denn ihr wisst ja, die einen finden es urgemütlich, die anderen finden das schrecklich und nervend. Und Woodwick-Kerzen sind ja sehr teuer. Ja, und ich habe ihr angeboten, da ich hier noch ein paar habe, die ich momentan gar nicht so düfte, dass ich ihr eine Woodwick schicken kann. Und dann habe ich ihr eine geschickt im Stile wie diese hier. Nur nicht in Rot, das sind drei Fruchtdüfte untereinander, sondern ich habe ihr eine geschickt mit drei leichten Fruchtdüften untereinander und eben diesem klassischen Knisterdocht, sodass sie sich die jetzt nicht teuer kaufen muss. Ich selber habe die einmal sehr günstig bei eBay geschossen und ja, ich dachte so, kann sie dann das mal für sich ausprobieren? Und sie hat dann geantwortet, dass sie sich sehr freut über dieses Angebot, dass sie mir dann aber auch gerne was zurückschicken würde. Ja, und dann haben wir verabredet, dass wir auch beide ein paar Mails dann einpacken. Ja, und so kam dieses Tauschpaket. Und das wurde mir jetzt, wie gesagt, überreicht. Ich habe es schon aufgeschnitten, damit das jetzt nicht so lange dauert und so raschelt. Ich habe aber noch nicht wirklich reingeschaut. So, aber erstmal eine Abdeckung. Und das Erste, was mich anlacht, ich muss jetzt leise sein, sonst kommen sie, sie schlafen nämlich gerade. Und die werden sich darüber sehr freuen. Und ich darf nicht zu sehr rascheln, denn die erkennen sofort, wo Leckerlis für sie drin sind und wie diese Pakete aussehen. Und die betteln dann ohne Ende. Und die sollen jetzt noch nichts bekommen. Aber vielen Dank, liebe Sandra. Meine Katzen, weiß ich, werden sich das sehr drüber freuen. Dann habe ich ein Kärtchen bekommen. Das lese ich mal gerade. Okay, ich lese hier raus, dass sie mir eine Kerze eingepackt hat. Ach, das ist ja süß. Ich hoffe, keine teure Sandra, denn ich habe dir ja gesagt, dass ich die Woodwick relativ günstig bekommen habe. Ja, aber ich freue mich jetzt schon und bin gespannt. Das hier ist bei mir immer richtig. Dann habe ich hier einen Duschschaum Zitrone Buttermilch. Oh, der könnte schön für den Sommer sein. Ich glaube, dafür werde ich mir den auch aufheben. Dann haben wir hier Haarkuren in Kiwi und Kokosmilch. Das sind übrigens die Haarkuren, die ich mir auch meistens kaufe. Auch wenn es nicht immer was bringt. Eine Feuchtigkeitsmaske von Schebens hat sie mir noch eingepackt. Und eine Augenmaske von Merz. Auch das probiere ich sehr gerne aus. Dann kommt jetzt hier wieder Papier. Ach, eine Darf-Pflegedusche. Ich mag die Darf-Produkte sehr gerne, weil ich finde, dass sich die Haut danach wirklich total schön anfühlt. Ja, deswegen mag ich Darf-Produkte. Außerdem mag ich auch den ganz klassischen Darf-Geruch. Der ist hier jetzt aber, glaube ich, nicht. Das liest sich hier, als wenn das so ein Mandelgeruch wäre. Ist aber auch in Ordnung. Ich rieche das jetzt hier nicht so viel, aber ich werde es noch heute testen. Vielen lieben Dank. So, dann nehmen wir Papier raus und dann sehen wir da eine Kerze und ganz viele Mails. Und weil ich jetzt wirklich neugierig bin, schnappe ich mir die Kerze als Erstes. Oh, bist du wahnsinnig, Sandra, echt? Ehrlich? Eine niegelnagelneue Kokosfleisch. Ich liebe diesen Duft, den habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, im Sommer letzten Jahres unheimlich gefeiert. Das ist für mich so ein richtig schöner, leicht parfümiger Bodylotion-Duft. Nach diesem spritzigen Kokoswasser, total frisch und schön. Niegelnagelneues Glas, bist du wahnsinnig, Sandra. Vielen lieben Dank.
hättest du mir gar nicht schicken müssen, du. Aber ich freue mich, wirklich. Oh mein Gott. So, dann habe ich hier ein Beutelchen, das sieht aus wie... Nein, es ist zweimal Buttrick bei, aber sonst sieht das aus wie Handgießer. Ich schau mal. Ups, schütten wir mal alles in meinen Schoß. Einmal von Candylight, Cozy Vanilla Cashmere. Den kenne ich noch nicht, aber da da Cashmere draufsteht, finde ich das schon sehr gut. Ja. Oh, der ist toll. Einfach nur kuschelig und behaglich und weich und ein typischer Kaschmirduft eben. Ich meine auch, dass man die Vanille rausriecht. Kann jetzt aber auch wieder Einbildung sein. Man lässt sich ja nun doch oft vom Titel oder vom Label oder auch von einer Wachsfarbe beeinflussen. Von Yankee Home Inspiration Pineapple Passion. Den kenne ich auch noch nicht. Ja, der riecht nach Ananas. Das ist ein ganz klassischer Ananasduft, würde ich sagen. Ja, der ist schön. Also er ist nichts Besonderes, aber er ist schön. Also da gibt es schlechtere Düfte, ganz sicher. Pineapple Passion. Dann habe ich von Ice Flower Berry Crunch Time ein Testmate. Das sieht dann so, ups, so aus und ich schmeiße es schon wieder durch die Gegend. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass ich in fast jedem Video irgendetwas runterschmeiße? Berry Crunch Time. Also die Beeren rieche ich jetzt ehrlich gesagt nur dezent im Hintergrund. Was ich mehr rieche, ist so ein Foodie-Duft mit Zimt. Mit was ganz leicht Beerigem vielleicht im Abgang. In erster Linie rieche ich irgendwas Gebackenes mit Zimt. Ich würde sagen, das ist ein herbstliches Gebäck und deswegen werde ich den in meine Herbstdose tun. Ja. Dann habe ich hier zweimal Woodwick Black Sherry. Ich weiß nicht, ob du den nicht magst, Sandra, dass ich den gleich zweimal bekomme. Er riecht anders als Black Sherry von Yankee. Er hat jetzt kalt was wie die Eigennote vom Wachs. Das verliert sich aber bei total vielen Firmen meistens im warmen Zustand wieder. Ich rieche jetzt leider keine marzipanige Note. Aber da ich Marzipan nicht mag, das wisst ihr, hoffe ich immer, dass warm ein bisschen marzipanig durchkommt. Ansonsten denke ich, ist es ein Kirschduft eben. So, dann habe ich hier Ice Flower Blue Pine and Spearmint. Das müsste ja was für mich sein, weil Nadelbaum und Minze. Das ist auch was für mich. Übrigens, guck mal, dieser Farbverlauf, ist der nicht schön? Ja, also man riecht die Pinie, wobei die hier schon wieder einen ganz leichten Einschlag hat, wie im Erkältungsbad. Was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, aber was viele von euch da draußen ja nicht mögen. Die Spearminze nehme ich auch wahr, allerdings viel dezenter. Es ist mehr so ein Hauch, der nach diesem ätherischen Erkältungspinienduft kommt. Ja, also prinzipiell ist das ein Duft wie ein Erkältungsbad, finde ich toll. Ich weiß aber, dass das nicht jeder mag. Und dann noch einmal Ice Flower Blue Sugar. Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Wegen Sugar denke ich, aber es wird was Süßes. Ja, es ist süßlicher. Aber jetzt nicht so süß, wie ich erwartet hätte. Wonach riechst du? Also er riecht nicht unangenehm. Er riecht einerseits frisch, andererseits wirklich süßlich. Und ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was ich rieche. Ich habe keine Ahnung, was da drin sein könnte.
Ich bin mal gespannt, wie er dann warm sein wird in der Lampe. Dann kommt mir hier Yankee Candle Home Inspiration entgegen, der Cherry Bakewell Tart. Den kenne ich. Ja, ich hatte davon mal zwei Clamshells. Eins habe ich wirklich verbraucht. Das ist, riecht nach so einem Kirschcrumble. So ein leicht künstliches Kirschgebäck. Mit einer Mandeluntermote. Aber ich finde es nicht marzipanig. Wie gesagt, ein Clamshell habe ich verbraucht. Das zweite habe ich danach in diverse Tauschpakete aufgeteilt, weil ich ihn einfach nicht mehr riechen wollte, konnte. Ihr kennt das manchmal. Findet man Duft eigentlich ganz in Ordnung, aber irgendwann mag man ihn nicht mehr. Und das ist mir leider mit ihm passiert. Deswegen, Sandra, bitte nicht böse sein. Ich werde den in Tauschpakete packen. Aber wer so auf Kirschcrumble-Kuchendüfte steht, der sollte den vielleicht auch mal testen. So, und dann habe ich hier noch ein Beutelchen mit Yankee-Tarts und sowas. Mein Liebling, vielen lieben Dank. Ihr wisst es, ich habe es oft gesagt, Viva Havana ist gerade jetzt im Moment, habe ich eine Phase, eine ganz, ganz große Liebe. Und ich freue mich gerade über alles, was ich davon noch bunkern kann, da er ja aus dem Sortiment geht. Noch bekommt man ihn recht gut, es wird aber nicht mehr lange so sein. Also wer den genauso toll findet wie ich, jetzt bunkern. Ich glaube, dass es im Sommer, Herbst schon echt schwierig wird. Und wenn er erstmal komplett aus dem Sortiment ist, sagt die Erfahrung, werden ein paar Monate später die Preise für solche Raritäten dann rapide in die Höhe schießen. Leider. Ich liebe ihn. Vielen lieben Dank. Traumdüfte Zucchini Bread. Oh, das freut mich. Ich kann Zucchini Bread mal solo testen. Ich hatte ja in meinem letzten Aufgebraucht von Sweet Mamsell, glaube ich, die Osterbäckerei. Den hatte ich von Sarah Sophie bekommen und da war auch Zucchini Bread mit drinnen und ich fand diesen Duft richtig toll. Ich kenne aber nicht Zucchini Bread solo. Und hier ist er jetzt mal solo von Traumdüfte. Der riecht lecker. Ich habe mir den irgendwie, wenn der beschrieben wurde, immer noch würziger vorgestellt. Weil immer gesagt wurde, da ist auch Zimt und so mit drin. Und ich dachte, Gewürzbombe. Finde ich jetzt kalt gar nicht. Es ist ein angenehm leckerer Duft. Und ja, ich erkenne da wirklich eine Note aus der Osterbäckerei wieder. Oh, auf den freue ich mich. Der wird schön. Ich glaube, ich könnte ein Zucchini Bread Fan werden. Ja, den finde ich richtig toll. Dann habe ich hier My Serenity. Das, finde ich, ist die kleine Schwester von Pink Sands. Also er riecht, finde ich, sehr ähnlich wie Pink Sands, nur nicht so intensiv. Und ich glaube, Pink Sands ist noch ein kleines bisschen floraler, würde ich jetzt behaupten. Ich werde den zum Mischen nutzen. Das mache ich meistens mit My Serenity. Ich probiere da alle möglichen Mischungen aus. Manche gelingen, manche nicht. Hier kommt mein liebster Yankee Candle Vanilleduft, der Vanilla Cupcake. Das ist so eine richtig schöne, reichhaltige, dekadente Vanille. Ich bilde mir ein, da auch ein bisschen was von diesem Kuchigen, von dem Gebäckigen zu riechen. Andere sagen, dass sie das nicht wahrnehmen. Auf jeden Fall ist das ein sehr dekadenter, sehr reichhaltiger Vanille-Food-Duft und ich finde den toll. Für mich ist das der schönste Vanilleduft von Yankee. Dann kommt wieder einer meiner Lieblinge, The Perfect Tree. Der für mich schönste Nadelbaumduft, denn er riecht nach Tanne. Er riecht einfach nur nach Tanne. Und ich finde sehr authentisch nach Tanne. Und ich finde, er driftet auch nicht ab in schaumbadmäßige Dinge. Ich finde ihn einfach nur authentisch, als würdet ihr durch den Nadelwald laufen. Den liebe ich total. Und das ist auch einer der wenigen Weihnachtsdüfte, die ich eigentlich auch ganzjährlich düften könnte, weil ich meine, die Tanne wächst ja auch nicht nur im Winter. Lediglich in der Weihnachtszeit steht sie bei uns im Zimmer. Aber den tollen Duft hat so ein Nadelbaum das ganze Jahr.
So, und jetzt kommen noch zwei Düfte. Ja, bei denen es immer so ein bisschen schwierig ist, weil Festive Cocktail. In dem sind Cranberries drinnen. Rote, dunkle Beeren. Ich finde sie kalt immer schön. Warm, Kopfschmerztrigger, leider. Allerdings freue ich mich über den trotzdem, denn eine Freundin von mir sammelt immer genau solche Düfte. Und der werde ich den geben. Genau. Und das zweite ist der Mandarin Cranberry. Den hatte ich sogar mal als mittleren Hauswarmer. Und ich glaube, ich hatte den circa ein Drittel leer. Da musste ich ihn dann hergeben, weil es einfach nicht mehr ging. Ich weiß nicht, warum mein Kopf da so doof ist. Aber es triggert mich dann einfach und ja. Bevor ich Kopfschmerzen riskiere, gebe ich sie lieber weiter. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Sandra. Und natürlich darfst du von dem, was ich dir geschickt habe, natürlich auch alles, was dir nicht behagt, ganz bedenkenlos, ohne schlechtes Gewissen weitergeben. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn die dann in anderen Tauschpaket-Videos auftauchen, diese Mails. Ich finde das sogar eigentlich eher sehr spannend, wie ein Meld manchmal wandern kann. Also gib bitte weiter, was dir nicht gefällt. Und ich sage dir jetzt erstmal Dankeschön. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Dieses riesige Glas, also Wahnsinn, das hättest du echt nicht einpacken müssen, aber ich freue mich da so drüber. Denn ich habe ihn wirklich nur noch als Meldcup und als Tinnkerze, also in der Dose, so eine kleine. Aber nicht als Glas. Jetzt habe ich ihn auch als Glas. Ja, vielen lieben Dank. Ja, und bei euch bedanke ich mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht ganz so lang war. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst mal wieder. Macht's gut. Bye.